Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Und ich darf Ihnen einen Herrn vorstellen, der eine bedeutsame Rolle spielt in den Sammlungen dieses Hauses. Ferdinand Georg Waldmüller, einer der bedeutendsten Porträtisten, Landschaftsmaler und Stilllebendarsteller des frühen 19. Jahrhunderts. 1828 entsteht dieses Selbstporträt des Künstlers. Erstaunlicherweise, wir finden weder eine Staffelei, noch eine Palette, noch einen Pinsel, noch das Schwämmchen, übliche Attribute eines Künstlers des 17. und 18. Jahrhunderts, wenn sie sich selbst in ihrer Funktion, Tätigkeit und Rolle in Szene setzen. Nein, wir sehen hier einen jungen, gut aussehenden, sehr elegant gekleideten Herrn. Man könnte fast sagen, ein Gag. Das Gilet, die Glacé-Handschuhe, farblich abgestimmt aufeinander, sogar der Zylinder, den er als bürgerliches Attribut seiner Schicht und seines Daseins in Händen hält, ist mit dem gesamten Ensemble in Einklang gebracht. Ein modebewusster junger Mensch, der sehr genau weiß, wie er sich inszeniert. In altmeisterlicher, feinmalerischer Technik vermag Ferdinand Georg Waldmüller, die Qualität der Materialien, die Textur unterschiedlicher Stoffe, dieses ganz weiche Handschuhleder, die wunderbar geschlungene Masche seines Krawattenknotens, der Schatten, den sein Revers wirft, das alles ist überzeugend und erlaubt uns, der Persönlichkeit, der Person, der Figur, diesem Menschen, diesem Konkreten, sehr, sehr nahe zu kommen. Leicht verschmitzt, zurückgenommen, nimmt er mit uns unmittelbar Kontakt auf. Ein junger, erfolgreicher, aufstrebender, ehrgeiziger Künstler, der durchaus schon seine ersten Meriten sich verdienen konnte, als Porträtist in erster Linie, als Lehrender für private Schüler aus alten adeligen Familien. Was wir hier erleben, ist allerdings nicht nur ein Selbstporträt, dieses Ferdinand Georg Waldmüller. Wenn wir die Details ansehen, üblich in der Tradition des Porträts, sitzt Waldmüller im Freien. Vor allem die englische Porträtmalerei gibt diese Usance, diese Gewohnheit vor. Im Garten, stehend, sitzend, ruhend wird der Raum mitgeliefert. Mit einem bedeutsamen Unterschied. Die Landschaft, die hinter dem elegant sich präsentierenden Ferdinand Georg Waldmüller bis in die Tiefe an den Horizont reichend vor unserem Auge sich entfaltet, ist eine reale, eine glaubwürdige Landschaft südlich von Wien. Der Raum hinter Brühl, Mödling, Berchtoldsdorf, jener, wo in frühen Jahren bereits Ferdinand Georg Waldmüller sehr häufig Anleihe nimmt und seine Landschaften vorfindet, mit den typischen Föhrenwäldern, die da einst Maria Theresia, die Erzherzogin, die Herrscherin dieses großen Reiches anlegen hat lassen. Das alles erleben wir ausformuliert mit dem Willen, eine Vedute, also ein porträthaftes Darstellen der Landschaft vor unserem Auge zu entfalten. Das ist ungewöhnlich. Einerseits das Selbstporträt des Künstlers als junger, modebewusster Mann, andererseits in derselben Bedeutsamkeit ausformuliert bis ins letzte Detail, so dass man das Rauschen der Blätter förmlich spürt, die Wiese riecht, die aperen Stellen, wo die Erde durch das Gras durchdringt, wahrnehmen kann, als würden wir eingeladen werden, mit ihm gemeinsam einen kleinen Spaziergang zu tun. Und dann, vom Hintergrund über den Mittelgrund, fällt unser Blick auf den Vordergrund, und zwar auf ein genauso akribisch genau ausformuliertes Detail, nämlich eine Pfingstrose. Wir sind somit auch zeitlich verortet. Mai, Juni, wenn diese duftenden, großen, blühenden, wunderbaren Pfingstrosen ihre Pracht entfalten, sogar die angebräunten, leicht gewelkten Blätter
werden von Ferdinand Georg Waldmüller mit einer ungeheuren Liebe und Fähigkeit, Details in der Textur und Qualität der Materialität auszuformulieren, vor unserem Auge ausgebreitet und geradezu körperlich erfahrbar gemacht. Was erleben wir hier? Ferdinand Georg Waldmüller schafft mit diesem Selbstporträt letztendlich ein durchschlagskräftiges Argument, sich von ihm porträtieren zu lassen, oder aber ein Landschaftsbild Ferdinand Georg Waldmüllers im Salon an die Wand zu hängen, die man bei ihm käuflich erworbene Bildästhetik, darf aber durchaus auch in Form eines Stilllebens oder Stillebens zur Geltung gebracht werden. Das heißt, Ferdinand Georg Waldmüller präsentiert hier im Sinne besten Marketings, herausragend kluger und guter Werbung, alle Gattungen des Tafelbildes, die er mit Bravour beherrscht, um seinen Käufern zu zeigen, ich bin in der Lage, alles zu liefern, was sie von mir wünschen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Belvedere.